Hey Skashi, hast du mal so ein bisschen mit Maria gesprochen, was sie sich so zu Weihnachten wünscht oder so? Sie hat sich bestimmt einen hochprofessionellen blauen Schuppenreiniger gewünscht. Nö, ich meine, dass sie vor kurzem erst gesagt hat, dass sie sich das nicht wünscht. Geröstete Mandeln! Was hätten Sie denn gerne? 24 Mandeln bitte. Nun ja, ich habe mir überlegt, ob ich ihr nicht mal ein bisschen mehr Kleidung zulegen sollte. Ich meine, sie trägt zwar nicht viel. Alter, was geht denn jetzt bei dir ab? Ist schon scheiße, eine Mandelallergie hat, aber sie trotzdem so geil schmeckt. Darf ich Ihnen bei Ihrer Suche behilflich sein? Wie machen Sie das mit geschlossenem Mund zu reden? Das kannst du auch, wenn du hier mal ganz viel Geld ausgegeben hast. Das will ich gar nicht können. Also, was hätten Sie denn gerne so ungefähr? Ich weiß nicht, der interessiert sich irgendwie für jeden Scheiß. Wie wäre es mit 17 Kilogramm Schokobananen? Nö. Eine Bombe, die wie eine echte aussieht, aber keine echte ist, der Klassiker. Nee. Eine Trophäe mit einem echten Bart vom Weihnachtsmann. Nope. Na schön. Folgen Sie mir höchst unauffällig. Manchmal vermisse ich echt die Zeiten mit dir, Kumpel. Wie sehr wünschte ich mir, sogar für alle anderen, dass ihr Lieblingsspielzeug am Leben wäre. Santa, ein Kuvert für Sie. Es sieht nach einem echten Notfall aus. Na dann, kleiner Zitterknabe, lege mir das Schreiben vor. So dramatisch kann's ja nun auch nicht sein. Wurde von dem Vorbeifliegen des Kimbus-Sterns der Wunsch ausgesprochen, dass alle Spielzeuge zum Leben erweckt werden? Wie problematisch kann die Situation denn werden? Das wird Weihnachten zu einer totalen Katastrophe machen. So schlimm, wie ich mich vor 1000 Jahren noch erinnern kann. Lebendige Spielzeuge, außen natürlich aus Kunststoff, aber im Inneren aus Fleisch und Blut. Allerdings ohne Seele und Gefühl. Sie kennen keine Scham, sie kennen keinen Genuss am Leben oder ihren Taten. Sie hängen nur an ihrer Rolle, was sie darstellen sollen, und vertreten sie.
Wenn diese Kreaturen sich über Damnville beugen werden, werden sie dort auch kein Mitgefühl zeigen. Selbst wir sind da machtlos. Nur der, der dem Kimbusstern wirken ließ, kann den Wunsch rückgängig machen. Zitterknabe, mach unseren Schlitten bereit. Wir besuchen unseren kleinen Freund mal in Damnville. Na, JB, es zieht. Leg mal ein bisschen Holz auf die Heizung. Ich hoffe stark, dass es unsere Versicherung zahlt. Du weißt schon, dass er nicht für immer hier bleiben kann, oder? Ach, JB, ich freue mich immer noch auf den Tag, wo du irgendwas zu mir sagen wirst, was mich aufmuntern wird. Es dauert wieder ein ganzes Jahr, bis zur Weihnachtszeit im Dezember. Irgendwie war es ein bisschen unspektakulär, es weihnachtet nicht mehr. Ho, ho, ho. Jetzt dauert wieder ein ganzes Jahr, bis zur Weihnachtszeit im Dezember. Irgendwie war es ein bisschen unspektakulär, es weihnachtet nicht mehr. Nein, nein, nein. Der Weihnachtsmann, er packt seine Sachen, denn er hatte genügend Plätze. Das war's mit der heiligen Nacht, wer hätte das gedacht? Aber saßen wir gemütlich zusammen und haben gelacht. Zwar hey Mom, schau mal, wer zurück ist. Gewünscht habe, doch irgendwie vermisse ich schon Gashi, was zum Teufel ist das für ein Ding? Na, mein Geburtstagsgeschenk von dir. Los Kumpel, weiter geht's. Hey Chef, sieh dir das an. Ist doch viel geiler als diese langweiligen Pumpen, die bei uns in der Firma stehen, oder? Grad mal so vier, ich renn an die nächste Tanke und kauf mir da ein Bier, dann schrei ich nur noch irgendwas mit. Hörst du das? Hörst du das, Mikashi? Der See von Damnville fängt wieder an zu singen. Er macht das meistens am Abend oder am Morgen, wenn die Sonne unter- oder aufgeht. Er ist wahrscheinlich traurig, dass er über Weihnachten alleine ist. Unfassbares spielt sich hier im Umkreis von jedem Einkaufszentrum ab. Sämtliche Spielzeuge, die größtenteils Übergröße. Ach komm schon, ernsthaft jetzt? Auf sowas stehe ich gerade echt nicht. Och nö, oder? Was zum Teufel ist das für eine Scheiße hier? Maria, Hilfe! Schildi will mich umbringen! Na sicher doch, Mori. Oh, der liebe Gott bestraft uns in der Weihnachtszeit. Das haben wir nur falsch gemacht. Ja, Zeit für ein bisschen Action, Kumpel. Hey Isa, schau dir das an. Da im Himmel. Was sind das für Dinger?
nicht so schnell. Hey yo, Isa, willkommen im Club. Alles, was ich wollte, war ein ruhiger, schöner Abend in der Stadt, aber nein, ich land plötzlich in so einem versifften Drecksloch. Das muss Damville sein. Heiliger Weihnachtsbaum. Die haben ja schon ganz schön Schaden angerichtet. Hey, Maria, mach die Tür. Das ist die Strafe dafür, dass du nie mit mir gespielt hast. Yippie-yay, Schweinebacke. Scheiß. Quicksilver ist gefeuert. Ach, schon wieder. Hey, Skashi, was machst du hier verdammt nochmal? Hey, JB, was läuft? Dass dein komischer alter Freund wieder hier ist, ist doch kein Zufall. Mach das wieder rückgängig. Wie soll ich das rückgängig machen, wenn ich nicht mal weiß, wie ich das zusammengekriegt habe? Aber ich weiß, wie du das wieder gerade biegen kannst. Bist du der echte Weihnachtsmann? Ja, das bin ich. Aber wir haben nun keine Zeit für Autogramme, Skashi. Du musst dieses Chaos hier beenden. Oh, und wie soll ich das anstellen? Wünsch dir einfach, dass dein Wunsch rückgängig gemacht werden soll und der Zauber verliert seine Wirkung. Aber, mein Freund... Ich kann niemanden zwingen. Das ist der Sinn dieses Sterns. Es wird nun deine Entscheidung sein, ob du auf die Herzen der anderen hörst oder nur auf deins. Ich wünsche mir, dass alle Spielzeuge wieder ihre normale Gestalt annehmen. Du bist ein guter Junge gewesen. Fröhliche Weihnachten dir und deinen Freunden. Spreizt eure Mundwinkel, hier kommt der Weihnachtsfraß. Hey, schmeckt eigentlich ganz nice. Ach, ich finde, so gut schmeckt das eigentlich gar nicht. Na, dann ess es doch nicht, wenn es dir nicht passt. Na, sieh mal einer an. Haben sie wohl noch alle ihren Spaß gehabt? Vielleicht kommen unsere Freunde ja nächstes Jahr wieder auf einen verrückten Weihnachtstrip. Und euch allen eine fröhliche Weihnachten, ihr Volltrottel. Ho, ho, ho. Ach, das wird unsere Versicherung schon bezahlen. Ah.
Ich hab so lange drauf gewartet, 24 Türchen aufgemacht. In der Zwischenzeit nährte ich mich nur von Traubensaft und Weihnachtskeksen frisch gebacken hier von meiner Oma. Draußen ist es kalt, deswegen chill ich so mit einer Cola. Jetzt hab ich meine Leute mobilisiert, wir tunen meinen Schlitten, echt stark modifiziert. Komm, wir fliegen zum Himmel mit meiner krassen Rakete. Für alle Leute, die brav angepresst und bunte Pakete. Yo, auf das ganze Chillen bei mir zu Hause hab ich keinen Bock. Lieber geh ich feiern, im Club wird abgerockt. Wir feiern, bis es kracht. Geschenke Schlacht in der Weihnachtsnacht. Und wir feiern, bis es kracht. Geschenke Schlacht in der Weihnachtsnacht. Oh na 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 na, oh na na na. Oh na 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 na, oh na na na.